Ich sag dir, es war bei mir genau wie bei dir. Genau das Gleiche. Ich habe eine Zeit lang Yoga praktiziert und habe gemerkt, es tut mir richtig gut. Ich konnte besser schlafen, ich war konzentrierter und so allgemein war das Energieniveau einfach höher. Und nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, ich will mehr wissen. Ich will einfach mehr. Und wie komme ich dahin? Dann kam die Diskussion in mir auf. Du solltest eine Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung machen. Ja, und dann hörst du von den Freunden und Bekannten Ja und Nein und hin und her. Und du selber fragst dich, ist es gut? Worauf lasse ich mich ein? Bin ich gut genug? Was kommt auf mich zu? Naja, und dann war es so wie jetzt. Es war so ein Tag wie heute. Sonne. Ich hatte eine halbe Stunde Zeit für mich und bin ein bisschen spazieren gegangen. Und dann plötzlich war die Entscheidung da. Aber ich sag dir, die Entscheidung, die kam nicht aus dem Kopf, sondern die kam total aus dem Bauch, von jetzt auf dann. Und ich wusste, es ist okay. Es war ein riesen Energieschub. Ich hatte mich entschieden und es war klar, es ist richtig gut, wenn ich jetzt in die Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung einsteige. Und dann habe ich es gemacht. Und Yoga ist ein Synonym für wirklich für Glück, für Harmonie, für inneren Frieden, für Konzentration, für Erfolg. Das kann man sich jetzt nicht vorstellen, aber es ist so. Mach diesen einen Schritt, es ist nur einer. Und dann geht's los. Es ist einfach richtig klasse.